Hi Guys, ich wollte gerade was über Aktien drehen und so, da kam jetzt eine Werbung und die finde ich recht genial und deswegen spiele ich euch die mal vor und würde euch mal eure Meinung dazu interessieren, ob ihr die auch so genial findet. Ich helfe. Noch ein paar Sachen zu den Rollen von mir und Udo. Also was du jetzt schon verpasst hast, man kann leider Werbeanzeigen nicht zurückspulen. Das könnte YouTube auch gerne mal ändern. Also hier die vom Axel Fischer, Düsseldorf, den kennt ja sowieso jener, also muss ich nicht erwähnen. Der hat ja auch so ein Steuercoaching und so weiter. Und was jetzt davor gesagt hat, war, wir wollen euch beweisen, dass wir euch helfen, indem wir euch helfen in diesem Webinar. Richtig heimtückisch, wollen wir euch was verkaufen, indem wir euch beweisen, dass wir euch tatsächlich helfen in diesem Webinar. Also letztendlich state the obvious. Ja, das ist sozusagen die psychologische Strategie, Marketingstrategie dahinter, finde ich super interessant. Und die setzt er hier also makellos um. Und ich möchte noch hier, bevor ich jetzt hier weitermache, kurz nochmal ein persönliches, was Persönliches dazu geben. Ich habe mir in der Tat eine seiner, ich glaube, Webinare oder sonst irgendwas angeschaut. Ich meine, der macht ja Werbung. Ich glaube, der gibt bestimmt 150.000 Euro an Werbung aus im Monat. Und in irgendeinem so Webinar, da hieß es gerade, weil ich bin letztendlich auch, also ich habe relativ, alles relativ gut verdient als Selbstständiger, ja, oder verdiene dieses Jahr auch, sagen wir mal, noch mal ein bisschen mehr wie die Jahre davor. Und da habe ich mir natürlich auch überlegt, okay, wie kann ich wenigstens ein bisschen Steuer optimieren in Deutschland? Und da gab es was mit den DSGVO 6.000 Euro irgendwas, ja. Und das habe ich angegeben und wurde dann noch mal verlangt vom Finanzamt, dass ich das noch mal erkläre, also dann noch mal Erläuterungen mache dazu, ja, weil die das nicht konnten oder wussten oder irgendwas. Und das ist jetzt eingereicht. Und wenn das natürlich funktioniert, ja, dann habe halt ich, also bei mir geht ungefähr die Hälfte weg, sagen wir so 45%, 42% oder sowas zahle ich Steuern wahrscheinlich. Dann habe ich natürlich, wenn ich tatsächlich also quasi 6.000 Euro für DSGVO, schaut euch die genaueren Details an, absetzen konnte erfolgreich, habe ich natürlich letztendlich wahrscheinlich um die 2.500 Euro dann, ja, in Anführungsstrichen Steuern gespart. Mal schauen, ja. Und das ist natürlich dann schon genial, wenn du halt so mal einen Gratis-Tipp erhältst, der dir sozusagen im Jahr dann zusätzlich 2.500 Euro bringt. Jetzt mal so als Beispiel. Ich habe nicht sehr viel Gestaltungsspielraum, weil ich A, eine Personengesellschaft bin und B, halt grundsätzlich nicht viele Kosten habe. Das ist immer absichtlich so. Weil meine Strategie für die ersten 5 Jahre dieser Firma, die ich jetzt habe, seit 2016, das heißt bis jetzt 2021, war, dass ich möglichst wenig Kosten habe, dadurch natürlich sehr hohen Gewinn, dadurch natürlich auch sehr hoch viel Steuern zahle, aber auf der anderen Seite halt eben mir Rücklagen bilden kann für die Zeiten, die kein Mensch wirklich weiß, was da auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Und so wie es aussieht, habe ich eigentlich auch nicht so viel falsch gemacht, weil letztendlich jetzt kam ja Corona und so, das wusste ich natürlich 2016 nicht, aber wer weiß schon, jetzt Digitalisierungsbeschleunigung, Brandbeschleuniger sozusagen, Anführungsstriche, wer weiß, wie die Welt in 5 Jahren aussieht, weiß niemand mehr, ja. Also nichts ist sicher und deswegen ist auch nichts so wichtig wie Rücklagen, ja. Meine Meinung. Und es gibt natürlich viele, die alles auf Wachstum setzen, die alles reinvestieren. Ich könnte theoretisch 20.000 Euro im Monat in Werbung ausgeben, ja? Oder sagen wir mal 10 oder 15.000. Könnte mir also sagen wir mal 10.000 Klicks kaufen auf YouTube oder irgendwo, ja, jeden Monat. Ja? Wenn ich einfach, sagen wir mal, nur das Gröbste einkaufe und dann so ansonsten auf Gewinn verzichte, ja. Ist einwandfrei absetzbar, Werbung schalten, klar. Und so könnte ich also skalieren ohne Ende oder sowas, ja, wenn ich da letztendlich eine andere Strategie fahren will, ja. Weil da ist natürlich das Risiko mit dabei, es kann natürlich auch schief gehen, ja. Also Leute, die dir erzählen, wir haben das absolut sichere Skalierungssystem, bla 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 bla. Ja, hat bei 10.000 Kunden funktioniert, hat bei uns funktioniert, bla bla bla.
Nur weil irgendein System bei 100 Leuten funktioniert hat, bei 1000 Leuten funktioniert hat, ja, muss es nicht bei dir persönlich funktionieren, ja. Jeder hat nochmal eine andere, ist individuell. Es ist einfach so, ja. Gewisse Dinge kann man lernen, übernehmen und systematisieren und was weiß ich alles, aber unterm Strich ist nichts wirklich kopierbar. Das ist wirklich so, ja. Also ich könnte jetzt irgendeine Strategie nehmen, wo einer 10 Millionen gemacht hat und ich könnte das 1 zu 1 kopieren. Also obwohl es gar nicht erlaubt ist, aber ich könnte wirklich 1 zu 1 alles bis aufs letzte i-Tüpfelchen kopieren und es würde trotzdem nicht funktionieren, weil einfach das so ist, ja, weil ich nicht die andere Person bin. Und so weiter und so weiter. Also jetzt bin ich wieder abgeschweift, aber egal, long story short. Wenn ich natürlich jetzt durch diese Tipps, die ich jetzt von Alex Fischer Düsseldorf erhalten habe, quasi, sagen wir mal jetzt 2500 Euro oder so einsparen, dann könnte ich natürlich sagen, ja gut, ich habe ihm zu danken, dass ich die 2500 eingespart habe. Jetzt kann ich natürlich die 2500 Euro, könnte ich natürlich investieren, um ein Coaching bei ihm zu kaufen. Ja? Aber die Sache ist natürlich, seine Coachings kosten wesentlich mehr wie 2500 Euro, von daher ist es dann doch wieder draufzahlen. Aber ich finde die Marketingstrategie dahinter finde ich halt super interessant, sich das mal anzuschauen. Und ich bin halt grundsätzlich ein sehr analytischer Typ. Und von daher einfach mal dieses Video hier. Auf die Gefahr hin, dass ich wieder einen Abonnenten verliere. Ja.